einfach ein Wettrennen starten, wenn ich gar keine Chance habe. Das ist nämlich total unfair. Wettrennen zurück. Der Schiedsrichter sagt, schwing dein Hintern ins Auto, sonst kommst du zu spät zur Schule. Okay. Na gut. Abmarsch. Deine Tasche. Hey. Noch. Hey, na ihr? Oh, hi Susan. Hallo David. Dass du ihn heute Nachmittag abholst, steht noch? Ja, ist kein Problem. Ich habe heute diesen Abendkurs, das heißt, ich bin länger weg als üblich. Gut, wir sehen uns später. Tschüss. Danke dir. Schnall dich an, okay? Klar. Mom? Ja? Ich muss dir eine ernste Frage stellen. Schieß los. Stell dir vor, du hast 8 Arme. Was würdest du damit machen? Würdest du sie verstecken oder damit angeben? Ah! Du bist so ein Blödmann! Nein. Mann, ich habe gerade voll Angst gekriegt, ey. Ich meine das ernst. Ernsthaft. Ernste Frage. Okay. Okay, ich nehm's auch ernst, aber lass mich drüber nachdenken. Ich nehm's ganz besonders ernst. Du kannst während der Fahrt nachdenken. Das will ich. Muss in 5 Minuten da sein. Kein Stress. So, da sind sie. Viel Spaß. Hab dich lieb. Tschüss, Mom. Hab dich auch lieb. Hey! Ich würde meine 8 Arme nicht verstecken. Ich würde damit angeben und mich die Spinnendame nennen. Gute Antwort, Mom. A steht für Apfel. Ganz genau. B steht für Ball. Wunderbar. Und wofür steht C? Verzeihung. Beschäftigt sich immer intensiv mit dem Tod. Und obwohl es in der Tat normal ist, dass manche Kinder dem Tod gegenüber neugierig sind, können traumatisierte Kinder fast schon eine Besessenheit dafür entwickeln und sich exzessive Sorgen um ihre Sicherheit oder die ihrer geliebten Menschen machen. Mami! Hallo, mein Schatz. Hey. Hat er sich benommen? Absolut. Wir haben gerade gegessen und Hausaufgaben gemacht. Super, vielen Dank. All meine Hausaufgaben. Alle? Echt? Sehr gut. Für den Rest der Woche. Richtig fleißig. Danke nochmal, Susan. Gerne. Wir sehen uns morgen, ja. Tschüss. Tschüss, David. Los, komm. Mom, darf ich vorm Schlafen gehen noch ein bisschen zocken? Vielleicht. Mom? Ja, mein Schatz? Ich muss morgen Sportzeug mitnehmen. Ist schon eingepackt und für dich bereit. Danke, Mom. Du bist die Beste. Gerne doch. Jetzt wird geschlafen. Nein, lass das Licht bitte an. So trauen sich die Zombies nicht aus ihrem Versteck. Genau deshalb sollst du keine gruseligen Spiele spielen, bevor wir ins Bett gehen. Gute Nacht. David? Ich sagte doch, dass du Angst kriegst. Alles gut, komm rein. Du kannst heute bei mir schlafen. Oh, komm schon, ich freue mich, wenn du bei mir schläfst. Da ist doch nichts dabei.
sind Leute in der Höhle! Ja, lass dich allein da rein! Er ruft die Polizei! Ist ja gut! David! David! Wach auf! Wach auf! Kannst du mich hören? David, kannst du mich hören? Okay, sehr schön. Wir werden die Abdrücke von Ihnen und der Nachbarin mit unseren Funden vergleichen. Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Die Fenster und Türen sind unbeschädigt. Kann es sein, dass Sie irgendwas offen gelassen haben? Nein. Ich schließe die Türen und Fenster immer ab und dann kontrolliere es nochmal, doppelt und dreifach, um sicher zu gehen. Also nein, nein, es war alles zu. Ja, wie ist es mit einem Ersatzschlüssel? Hat ein Nachbar oder sonst irgendjemand einen? Nein. Haben Sie einen Schlüssel verloren? Oder wurde einer gestohlen? Nein, ich denke nicht. Nein, nein. Vielleicht haben Sie auch geträumt. Es gibt sowas wie Wachträume. Sie ging schlafwandelnd in das Zimmer ihres Sohnes, zogen ihn aus und ging wieder ins Bett. Kann vorkommen. Nein, ich bin noch nie geschlafwandelt. Es ist passiert. Ich habe die Leute gesehen. Es war kein Traum. Stehen Sie in letzter Zeit unter Stress? Gab es eine Trennung? Geliebter Mensch gestorben? Wer sind diese Leute und was wollten Sie? Keine Ahnung. Wer waren Sie? Würde ich es wissen, wären Sie nicht hier. Steve, fahr doch schon mal aufs Revier. Ich mach das hier fertig. Hab verstanden. Diese Leute waren hier, ehrlich. Sie waren echt und standen im Zimmer. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich glaube Ihnen. Ach ja? Ja. Also, die Ärzte konnten an Ihrem Sohn keine Verletzungen feststellen. Daher vermute ich, dass Sie diese Leute unterbrochen haben, bevor Sie tun konnten, was auch immer Sie vorhatten. Ja. Keine Sorge, okay? Wir kriegen die Wichser. Verzeihung. Was machst du denn? Ich hab geschlafen. Entschuldige. War da wirklich irgendwer in meinem Zimmer? Du musst dich doch daran erinnern. Nein. Hast du vielleicht deinen Pyjama ausgezogen? Mitten in der Nacht? Ich weiß nicht genau. Spatz, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Du musst dich unbedingt erinnern, ob du deinen Pyjama selbst ausgezogen hast. Ich denke schon. Es war so heiß. Okay. Ist schon gut. Mom? Ja? Ich hab geträumt. Wovon denn? Ich bin ertrunken. In einem Fluss, der mit Blut gefüllt war. Okay, ihr macht das genau so. Ihr tunkt ihn ein. Und schwingt ihn. Ich hab das am Ende.
gab keine Fingerabdrücke? Nur die von Ihnen beiden und Ihrer Nachbarin, sonst keine. Geht es Ihnen gut? Geht so. Verständlich. Es dauert, bis alles wieder normal ist. Wenn jemand in Ihr Zuhause eindringt, fühlt man sich sehr verletzlich. Wissen Sie, mein Sohn hat gesagt, dass er sich den Pyjama vielleicht selbst ausgezogen hat. Er sagt, das macht er ab und zu. Aber diese Leute, die waren wirklich da. Wenn Sie irgendetwas brauchen, rufen Sie mich an. Die Nummer steht auf meiner Karte. Oh, das ist lieb, Detective Tate. Ja, Sie können mich auch Paul nennen. Mami? Ja? Ich habe Kopfschmerzen. Und mein Bauch tut auch weh. Oh je, du hast ja heute auch noch gar nichts gegessen. Mm. Das kommt bestimmt davon. Und wenn es dir morgen früh nicht besser geht, dann gehen wir zum Arzt, okay? Keine Angst. Ich pass auf dich auf. Schlaf jetzt. Nichts. Bitte sehr, ich wusste nicht, ob du Zucker wolltest. Ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass sie nochmal wiederkommen, Laura. Ich meine, wer auch immer das war, weiß genau, dass die Polizei jetzt aufpasst. Ich habe sie wirklich gesehen. Ich denke, sie müssen irgendwie durch den Garten rein sein. Was meinst du? Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt? Ich werde meine Jungs morgen nach Fußspuren suchen lassen. Ich bin mir sicher, dass sie was finden. Klingt das gut? In Ordnung. Mom! David, alles in Ordnung? Es tut wirklich weh. Wir müssen infiltrieren, schnell! Ja, leg das unter. Gott, was ist das? David! David! Ich werde draußen warten, okay? Komm mit rein. Ich glaube, allein packe ich das nicht. Ja, geht klar. Gut. Aufgrund der ähnlichen Symptome dachten wir an eine bakterielle Meningitis, aber die Tests waren negativ. Die starken gastrointestinalen Blutungen sind weder auf Prellungen, Tumore, Magengeschwüre oder Parasiten zurückzuführen. Wir haben ihn auf alle viralen und bakteriellen Infektionen und Krankheiten getestet, darunter auch tropischer Art. Degenerative Erkrankungen, Vergiftungen und Betäubungsmittel. Aber alle fielen negativ aus. Und das heißt,
Laura, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin selbst Vater und würde mir dieselbe Ehrlichkeit wünschen. Wir wissen nicht, was er hat. Wir testen ihn weiter, und zwar so lange, bis wir etwas finden, aber uns läuft die Zeit davon. Sein Zustand verschlimmert sich im Sekundentakt. Wir können da nicht mithalten. Ich denke, Sie sollten sich auf die Möglichkeit vorbereiten. Nein, eher auf die Wahrscheinlichkeit, dass David nicht wieder aufwachen wird. Es tut mir leid. Was ist mit den Leuten, Diebse? Diese Leute, die bei ihm im Zimmer waren, sie müssen ihm irgendwas gegeben haben. Gift. Wie gesagt, Vergiftungen haben wir geprüft. Dann was anderes. Und was? Keine Ahnung, irgendwas, das bei keinem Test auftaucht. So etwas gibt es nicht. Paula, gibt das für dich Sinn? Laura, wenn ihm jemand etwas gegeben hätte, dann wäre es aufgefallen. Da ist nichts. Schnell, beeilen Sie sich bitte! Spatz, kannst du mich hören? Hörst du mich? Hilfe! Bitte schnell, Doktor, beeilen Sie sich! David! Hier ist Dr. Bourne. Mach die Augen auf, sieh mich an. Hörst du mich? Erst wach. Mami? Hallo, mein Spatz. Mami. Hi, Süßer. Schon das ganze Essen lang daran. Langsam wird es Zeit, ja, dass du es auch mal zeigst. Danke vielmals. Gerne, mein Schatz. Danke. Sie hat dir einen Glückskeks gegeben. Ein Glückskeks. Dankeschön. Und mal sehen, was das Schicksal sagt. Das ist mein Zombie-Killer-Schwert. Es hat 6 Stacheln. 1, 2, 3. Ist mal dein Glückskeks, Kumpel. Der sagt dir dein Schicksal. Oh. Auf meinem steht, irgendwann erreichst du wahre Größe. Hast du gehört? Das klingt ziemlich gut. Mit Geld kann man nicht alles kaufen. Trotz Reichtum bleibt Gesundheit unbezahlbar. Wow. Das check ich nicht. Was steht in deinem? Trau dich heute was Ungewöhnliches. Ich geh mal kurz aufs Klo. Weißt du denn, wo das ist? Mom, ich bin kein kleines Kind mehr. Okay. Echt heftig. Er wirkt so, als wäre er nie krank gewesen. Ja, die Ärzte rätseln immer noch, was es gewesen ist. Sie sagen, es ist sowas wie ein Wunder.
Ich freue mich für euch. Ich überlege, ob ich das Haus verkaufen soll. Wir ziehen in eine neue Gegend und du weißt schon, fang nochmal ganz von vorne an. Laura, ich glaube, dass was auch immer das war, sich nicht wiederholt. Und ihr seid hier zu Hause, oder nicht? Lasst euch nicht einfach verjagen. Naja, zack! Ah! Können wir jetzt gehen? Ist doch erst mal was. Nö. David, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ich will das nicht. Ich hab keinen Hunger. Direkt eingeschlafen. War ja auch ein ganz schön langer Tag. Er mag dich, weißt du. Ehrlich? Ja. Ja, das tut er. Kannst dir was drauf einbilden? Danke für alles, Paul. Es war echt. Danke. Gern geschehen, klar. Ist ja mein Job. Ich gehe dann mal. Warte. Kannst du hier bleiben? Laura, ihr seid hier wirklich sicher? Ich verspreche dir, es gibt absolut nichts. Rein gar nichts, um das du dir Sorgen machen musst, okay? Ich verspreche es. Einfach hier. Hey, ich mag dich, Laura. Bitte bleib nur für heute Nacht. Und du bist dir ganz sicher? Okay. Was hast du da gemacht? So ein Junkie hat mich letztens angegriffen. David? Sage, nein. Wir suchen ihn gerade. Wir müssen noch viele Tests machen. Ich habe sie dieses Wochenende dreimal angerufen, dreimal. Und ihnen gesagt, dass er nichts isst und nichts trinkt. Und dass die gleichen Sachen auftreten, die schon beim letzten Mal aufgetreten sind. Und sie sagen mir, es geht ihm gut. Alles ist bestens. Was soll auch groß passieren? Er ist immerhin ein Wunder. Respekt, bitte beruhigen Sie sich. Es geht Ihnen nicht gut. Sie müssen ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Soll ich Ihnen irgendwas zur Beruhigung geben? Nein. Kann ich mit dir ganz offen sprechen? Über alles? Ich bin in einer Sekte aufgewachsen. Ich bin vor etwa 8 Jahren abgehauen und ich war mir nicht sicher, ob sie es waren, aber jetzt bin ich es. Die Leute in Daniels Zimmer gehörten zu ihnen. Ich bin sicher. Dass sie es waren, Laura, die das ausgelöst haben. Sie können jetzt reinkommen. Laura. Bitte. Bitte bleib bei uns. Laura? Du weißt nicht, wozu die fähig sind. Okay. Ist gut.
Sprich die Worte. Schnell rüber und hole ein bisschen Geld und Klamotten und mein Auto und komm gleich wieder zurück, okay? Nein. Gleich zurück. Nein, Laura, ich kann euch dabei nicht unterstützen. Du musst ihn zurückbringen. Du musst ihn kurz hier liegen lassen. Sieh ihn dir doch an. Du hast doch selbst gesehen, dass ihm im Krankenhaus keiner helfen konnte. Lass ihn einfach kurz hier liegen. Ich bin gleich zurück. Und was, wenn ich ihn zurückbringe, während du weg bist? Sowas würdest du nicht tun, weil du meine Freundin bist. Du bist meine Freundin, okay? Okay, pass. Ganz kurz auf ihn auf. Ich bin gleich wieder da. David. Oh Gott. Komm näher. Keine Fragen, komm in einer Stunde zu Davids Schule, okay? Laura, hier sind alle auf der Suche nach dir. Versprich es mir einfach, Paul. Versprich es mir. Okay, wir treffen uns da, aber... Du darfst keinem vertrauen, die stecken da alle mit drin, alle. Die Ärzte, wahrscheinlich das ganze Krankenhaus. Jetzt? In der Sekte? Sie wollen uns mitnehmen. Bring deine Waffe mit. Laura!
Dr. Summer. Das Handtuch ist ja voll warm. Okay. Mom, schlafen wir heute Nacht bei Susan? Nein, du solltest dich aber trotzdem ausruhen. Also mach jetzt die Augen zu, okay? Okay, gut, ich versuch's. Cool. Hab dich lieb, Mom. Ich dich auch, Spatz. Das ist ein cooles Zimmer. Mom, guck mal da. Hey, da bist du noch zu klein für. Schalt um. Na los. Das kenne ich schon, aber es ist echt voll lustig. Mom, glaubst du, dass es in dem Zimmer Flöhe gibt? Nein. Ja, ich auch nicht. Versuch ein bisschen zu schlafen, ja. Okay. Noch ein paar Minuten? Aber dann ab ins Bett, klar? Ja, na gut. Mom. Mom. Wir sind im Fernsehen. Ich habe Angst. Thank you.
los. Ist die Spurensicherung schon da? Nein, Sir, noch nicht. Das ist ein guter. Zieh's dir rein. Mhm. Denkst du, die ist tot? Wir besuchen einen alten Freund von mir. Wen? Jemanden, den ich aus meiner Kindheit kenne. Und wieso? Weil ich Hilfe brauche, mich an ein paar Dinge aus der Vergangenheit ein bisschen besser zu erinnern. Autopsiebericht sollte in etwa einer Stunde für Sie fertig sein. Das solltest du dir ansehen. Mädchen aus Kansas, jahrelang von ihrem Vater gefangen gehalten. Pädophilenring in Kansas. Soll ich mir einen neuen Partner zuweisen lassen? Nein, mir geht's gut. Kaiserschnitt nach tragischem Missbrauch. Bist du mit Laura in einer Beziehung? Was? Was laberst du für ein Fickst du mit ihr oder nicht? Also, wir haben rumgemacht, Steve. Aber das bedeutet nicht, dass wir eine Beziehung haben. Sie kann das nicht gewesen sein, okay? Da bin ich mir sicher. Sie war in einer fucking Psychiatrie, Alter. Sie hat ein Trauma. Und wer hat es dann getan? Diese Sekte. Es war ein Pädophilenring. Ja, vielleicht meinte sie das damit. Es gibt Pädophilen-Sekten. Ich meine, das sind Scheiß-Sekten, Steve. Die gibt's für alles Mögliche. Vielleicht haben sie Susan getötet, um an den Jungen zu kommen oder Laura zum Schweigen zu bringen. Pädophilen-Sekten. Und was machen wir jetzt? Finden Sie und bringen Sie her. Wenn das wahr ist, dann braucht sie unseren Schutz. Und wenn es das nicht ist? Dann müssen wir wenigstens den Jungen finden und zurück ins Krankenhaus bringen, bevor er stirbt. Ich bin's, Anna Hansen. Ich weiß, wer du bist. Ist das der Junge? Ist er von deinem Vater? Er weiß noch nichts davon. Wovon denn, Mom? Ist nicht so wichtig. Hör doch ein bisschen Musik, während Mrs. Nagel und ich uns unterhalten, okay? Okay. Gut. Armes Kind. Wie kann etwas so Wundervolles und Unschuldiges wie du das Produkt von etwas so Bösem sein?
Mrs. Nagel, ich brauche Hilfe von Jimmy. Wissen Sie, wo er ist? Wann haben Sie dich aus der Anstalt entlassen, Anna? Vor einer Weile schon. Wir haben Jimmy an die Drogen verloren. Er ging die letzten 5 Jahre im Gefängnis ein und aus. Er bestahl mich, ziemlich oft sogar, und brachte seinen Vater viel zu früh ins Grab. Weißt du, viele Jahre gab ich dir die Schuld an dem, was passiert ist, weil du ihn deinem Vater vorgestellt hast. Aber das ist natürlich lächerlich. Du warst nur ein Kind, genau wie Jimmy. Es war nicht deine Schuld. Bitte. Sagen Sie mir, wo er ist. Tut mir leid. Er wohnt südlich von hier. Clarksdale, Mississippi, in einem furchtbaren Ort namens Larchmont Square. Kann ich Ihnen helfen? Hi, Tracy. Ich bin auf der Suche nach einem Arzt namens Nathan J. Bradley. Ich befürchte, Dr. Bradley ist schon seit ein paar Jahren in Rente. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich diese Information weitergeben kann. Oh, keine Sorge, niemand will ihm was antun. Ich bin von der Polizei und will ihm nur ein paar Fragen stellen. Gibt es auch Patienten hier? Es ist so ruhig. Ich weiß, man erwartet immer Schreie und sowas, aber die Patienten sind meistens sehr ruhig. Ich finde das gruseliger. Sie nicht? Es ist echt creepy hier. Ich hab schon Albträume davon. Warum arbeiten Sie dann hier? Ist besser als McDonald's. Ah, naja, gutes Argument. Pass auf, hier ist eine Stufe. Guck mal, da ist ein Hund. Ja, hast recht. Kommt der Müllmann hier nie vorbei? Sieht nicht so aus, oder? Fass nichts an, okay? Vor allem, wenn wir drin sind. Lass die Finger bei dir. Okay. Dann los. Mir geht's nicht so gut. Wir bleiben nicht lang, okay? Na komm. Jimmy. Hi. Anna. Könnten wir kurz was besprechen? Wer ist das? Das ist mein Sohn David. Er kommt aus einer früheren Ehe. Sag mal Hallo zu Jimmy. Als Kind waren er und Mami beste Freunde. Sag doch mal Hallo. Hallo. Können wir kurz reinkommen? Anna war ein sehr außergewöhnlicher Fall. Durch ihre extremen Missbrauchserfahrungen zog sie sich komplett in eine Fantasiewelt zurück. Also hatte sie eine Psychose? Sie hatte eine extrem psychotische Phase, ja. Die Wahrheit ist, dass ihr Vater sie an andere Männer verkauft hat. Sie und einen kleinen Jungen aus der Nachbarschaft, Jimmy Nagel. Also Laura oder Anna denkt, dass diese Sekte immer noch irgendwo existiert. Sie denkt, es gab keine Sekte, keine Verschwörung oder andere Fantasien. Das ist alles Teil des Verdrängungsprozesses.
Es existiert nur in ihrem Kopf. Was ist mit dem anderen Kind passiert? Es war eine Totgeburt. Ich wollte zu dir ins Krankenhaus kommen, Anna, aber die haben mich nicht eingelassen. Die wollten mir einreden, ich wäre auch verrückt, aber ich habe mich nicht einsperren lassen. Diese Psychiater ficken einen nur im Kopf rum. Ja, die haben mich mit Medikamenten vollgepumpt und als ich entlassen wurde, konnte ich mich an nichts erinnern. Ging es dir genauso? Nein. Ich erinnere mich an alles. Erzähl mir, was du weißt. Du hast nicht zufällig ein Feuerzeug dabei? Ich weiß nicht, wo meinst du. Nein, Jimmy, ich hab keins. Tut mir leid. Komm schon. Sie hatten da diese Zeremonien, bei denen sie Tiere vor unseren Augen gefoltert und getötet haben. Meistens in deinem Schlafzimmer. Dann musstest du anfangen zu singen. Zu singen? Niemand außer dir war dazu in der Lage. Sie meinten, du bist was Besonderes, weil jeder es versucht hatte, aber du warst die Einzige, die es konnte. Dein Vater hat es dir beigebracht. Beigebracht? Was hat er mir beigebracht? Die Beschwörung von Ballistus. Dem Jäger. Der Dämon. Du beschworst ihn aus der Hölle herauf. Sie ließ dich dann von ihm vergewaltigen. Jimmy, das kann nicht sein. Du weißt, dass es wahr ist, Anna. Es schlummert tief in dir. Ich will dich nie anlügen. Es war mein Vater, der mich vergewaltigt hat. Das weiß ich. Diese Männer vergesse ich nicht. Deine Erinnerungen sind völlig verdreht. Du warst eine Heilige, Anna. Sie hätten es nie gewagt, dich anzufassen. Du warst für den Dämon. Mit dir haben sie es auch getan. Nein, laber kein Müll. Das ist nie passiert, klar. Kapiert? Ja, klar. Tut mir leid. Jimmy, ich hab Angst, weißt du? Ich hab furchtbare Angst. Denn wenn ich die Vergangenheit wieder in meinen Kopf lasse, dann falle ich wieder zurück in die Psychose und davor haben mich alle Ärzte immer gewarnt. Jedes meiner Worte ist wahr. Mom, meine Haut brennt so. Dein Kopf ist genauso klar wie meiner. Es tut alles so weh. Steve. Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause, bin gerade an Little Rock vorbei. Weißt du, wo Jimmy ist? Hat mit seiner Mutter geredet. Laura ist zu ihm nach Clarksdale. Nach fucking Mrs. Hippie? Genau. Hör zu, lass uns morgen früh da treffen. Ich komme circa 3 Stunden nach dir an. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Machen wir. Ich find's hier gruselig. Wir bleiben nicht lange, okay? Ich muss nur gucken, was wir jetzt machen. Los, komm, ich trink. Das ist doch geil. Bitch, jetzt stell dich nicht so an. Gib mir das rein, Mann. Ja, verpiss dich. Was geht, Mama? Bock mit uns abzuhängen? Komm schon, ein bisschen Spaß haben. Ich weiß, Schatz. Ich weiß, du hast es gut.
Es tut so weh. Ich hab Angst, Mom. Ich will nicht sterben. Hey, so fangen wir nicht an. Du wirst nicht sterben. Ich bin bei dir. Alles wird gut. Sing mir das Lied vor, das du früher immer gesungen hast. Auf, Liebling. Es ist wieder Zeit. Sprich die Worte. Astaroth, deinem Prinzen. Bei Meister Lucifer. Erscheine mir jetzt.
anderes Mädchen. Komm her, komm her! Nimm mein scheiß Geld! Hör auf rumzuheulen, keiner wird dir helfen! Für mein verficktes Geld, Furze! Siehst du, ich wusste, du hast es. Was glotzt du so blöd? Was kann ich für dich tun, Mami? Ich will, dass du mich auf meinem Zimmer durchfickst. Nicht hier. Ich will es im Bad tun. Ich will, dass du dich zuerst ausziehst. Ich will mir deinen Körper ansehen. Mach doch mal hin, verdammt! Los! Fick das Schild aus! Scheiße! Hilfe!
Ich hab dich ganz doll lieb. I'm a deep water sailor, just come from Hong Kong. To me way, I blow the man down. If you give me some silver, I'll sing you a song. Oh, give me some time to blow the man down. Mom? Ja? Können wir morgen irgendwas Schönes machen? Wir haben schon vor lang nichts mehr zusammen gemacht. Mal gucken, Spatz. Ich weiß nicht, wir müssen hier eigentlich bald weg. Guck einfach deine Serie weiter, okay? Okay. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun und dich kurz auf den Boden setzen? Warum das denn? Nur ganz kurz, ich muss schnell was machen, ja? Jimmy? Jimmy, hier ist die Polizei. Wir würden gern mit Ihnen reden. Jimmy? Jimmy, Ihre Mutter hat uns gesagt, wo wir Sie finden können. Wir suchen nach Anna Hansen. War sie hier? Jimmy, hier ist die Polizei.
Wie ist die Adresse? Alles klar. Sie hat mit ihrer Kreditkarte gegen 4 Uhr morgens aus einem Hotel ausgecheckt. Gleich um die Ecke. Ruf das örtliche PD her. Alles klar. Mom, ich habe was geträumt. Ich bin geflogen und konnte runtergucken auf euch alle. Dich konnte ich auch sehen und meine alte Schule und einfach alles. Das war echt cool. Klingt auch cool. Dann habe ich mit meinen Händen so gemacht und habe die Welt durchgebrochen. Überall war Feuer und sowas alles. Häuser haben gebrannt. Und die Menschen haben geschrien, wie an 9/11. Hattest du Angst? Aha. Aber mir ging's gut. Ich war, glaube ich, ein Superheld oder sowas. Wow. So wie dieser blaue Typ aus dem Film, der auf dem Mond zu Hause ist. Ja. Keiner konnte mir was. Spatz. Du weißt doch, du warst krank. Mhm. Stimmt, das war ich. Also, deine Krankheit. Ich glaube, die Abstände werden jedes Mal kleiner. Hm? Was bedeutet? Du wirst bald wieder krank sein. Schon sehr bald. Okay, und ich glaube, es wird schnell passieren. Und das wird auch sehr doll wehtun. Aber du hilfst mir doch, oder? Ich werde hier sein. Ich bleibe bei dir und halte deine Hand. Aber ich werde dir nicht helfen können. Wieso nicht? Weil ich das nicht kann. Ich kann nichts tun, gar nichts. Mom, hör auf zu weinen. Bitte. Ich hasse es, wenn du weinst. Du wolltest heute was Schönes machen. Hier in der Nähe gibt's einen Rummel. Er ist drin und die haben sogar ein Karussell. Ich will dahin. Ich will dahin. Gehen wir hin? Ja, lass uns hingehen. Ja! Wir gehen los, wenn's dunkel ist. Okay. Okay. Gut, jetzt schlaf ein bisschen. Ist es schon dunkel? Nein. Thank you.
Zeugen haben gesehen, wie Laura den Typen mit auf ihr Zimmer genommen hat. Dir ist bewusst, dass sie das tut, oder? Es läuft ihr keiner hinterher, der alle killt, den sie trifft. Sie tut das. Keine scheiß Sekte und kein Pädophilenring. Sie tut das. Nehmt sie nicht so hart dran, Steve. Wenn ihr sie findet, ich meine, selbst wenn sie das alles tut, kann es sein, dass sie nicht sie selbst ist. Bin gestolpert. Ja, ist klar. Ich bin nur ausgerutscht. Alles okay? Was ist los, mein Schatz? Zeig mal her. Na los. Großer Gott. Komm her. Na komm. Alles gut, ich bin bei dir, mein Schatz. Halt durch. Wir sind fast da. Fast da. Komm, mein Schatz. Komm, mein Schatz. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Schatz. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Alles wird gut, Süßer. Nein, 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 sieh da nicht hin, nicht hinsehen. Ich weiß, es tut weh. Ich weiß das, aber sieh mich an. Sieh mich an, sieh mich an, sieh mich an, dann tut es nicht so weh. Nein, 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 nein. Guck da nicht runter, sieh nur mich an. Sieh mich an, ich bin bei dir, mein Schatz, okay? Ich weiß. Es tut weh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich brauche Hilfe. Wirst du mir wirklich nicht helfen? Ich kann nicht. Was, wenn ich sterbe? Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Aber Mom. Hör zu, du musst mir vertrauen. Mom! Sichert Mom. Die Tür! Holt den Jungen! Ja. Mom! David! Mom! David, geht's dir gut? Es tut mir so leid. Tut mir leid. Nimm die Hand weg, ganz ruhig. Ganz ruhig. Fuck, Mann, das hört nicht auf. Ich weiß. Okay, ist okay. Heb den Kopf an. Heb den Kopf an. Nein, nein, bleib da. Sieh mich an, sieh mich an, sieh mich an. Laura? Hallo? Paul, ich weiß nicht, was ich tun soll. Niemand kann mir helfen. Okay. Laura. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte deinen Freund und seine Männer nicht töten, das schwöre ich dir. Er ist in meinen Armen gestorben. Du musst dich unbedingt stellen, Laura. Ich kann dir vielleicht immer noch helfen, okay? Ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Ich hatte Panik und habe abgedrückt. Ich wollte das nicht. Sag mir, wo du bist. Ich muss jetzt zurück. Nein, zurück? Wohin? Zurück zum Ursprung. Nein, nein, Laura. Hör mir ganz genau zu, okay? Gut, alles, von dem du denkst, dass es passiert oder war, ist es nicht. Okay? Das ist nur eine Fantasie. Nichts davon ist real. Es tut mir leid. Nein, leg dich auf! Fuck!
zu, David. Egal, was ich da drinnen sage oder tue, vergiss nie, dass ich dich liebe, okay? Du bist mein Sohn. Du bist mein einziger Sohn. Und ich liebe dich. Und ich werde mich immer um dich kümmern. Okay? Okay, Spatz, dann los. Komm. Ich weiß. So ist gut. So ist gut. Bei Astaroth, deinem Prinzen. Bei Meister Lucifer. Bei allen Königen, Königinnen und Prinzen der Hölle befehle ich dir, mir jetzt zu erscheinen. Aus den Tiefen der Hölle hole ich dich herbei. Betrete den irdischen Boden und höre mich an. Großer Palystes, ich beschwöre dich, erscheine mir jetzt. Du bist mein Diener. Folge meinem Befehl. Ich will, dass du jetzt auftauchst. Du hörst zu, ich weiß es. Ich will, dass du auftauchst. Und ich will, dass du meinen Sohn heilst. Unseren Sohn. Ich weiß, dass du mich hörst. Heile ihn. Oder ich bringe ihn um. Ich weiß. Ruhig, Spatz, ruhig. Bei Astaroth, deinem Prinzen, bei Meister Lucifer, bei allen Königen, Königinnen und Prinzen der Hölle befehle ich dir, mir jetzt zu erscheinen. Aus den Tiefen der Hölle hole ich dich herbei. Betrete den irdischen Boden und höre mich an. Großer Palystes, ich beschwöre dich, erscheine mir jetzt. Du bist mein Diener. Folge meinem Befehl. Los, komm raus! Mami. Sei ruhig. Bitte hör auf. Ich bring ihn um. Bei Astaroth, deinem Prinzen, bei Meister Lucifer, bei allen Königen, Königinnen und Prinzen der Hölle befehle ich dir, mir jetzt zu erscheinen. Aus den Tiefen der Hölle hole ich dich herbei. Betrete den irdischen Boden und höre mich an. Großer Palystes, ich beschwöre dich, erscheine mir jetzt. Du bist mein Diener, folge meinem Befehl. Bei Astaroth, deinem Prinzen, bei Meister Lucifer, bei allen Königen, Königinnen und Prinzen der Hölle befehle ich dir, mir jetzt zu erscheinen. Aus den Tiefen der Hölle hole ich dich herbei. Betrete den irdischen Boden und höre mich an. Großer Palystes, ich beschwöre dich, erscheine mir jetzt. Du bist mein Diener, folge meinem Befehl. Ich hab ihn beschworen. Er war hier. Er wollte David heilen. Okay. Hier spricht Detective Tate. Keiner bewegt sich. Nicht schießen. Ich regel das. Laura. Du verstehst das nicht. Er ist nicht menschlich. Er hat getötet, Paul, und er wird es wieder tun. Laura. Leg das Messer weg. Komm nicht näher! Los, komm raus! Komm zurück, bitte! Komm zurück! Laura. Er war hier! Fuck, er war hier! Er stand genau hier! Aber du hast ihn vertrieben, Paul! Deinetwegen ist er weg! Und jetzt muss ich ihn einfach umbringen! Ich hab freies Schussfeld! Herrgott, nicht schießen! Niemand bewegt sich! In dieser Nacht, als sie in seinem Zimmer waren, haben sie ihm Menschenfleisch gegeben, da bin ich sicher. Es war nicht echt, Laura. Nichts davon war echt. Das war alles nur Einbildung. Sie haben etwas in ihm aufgeweckt. Es war schon immer da.
und hat gewartet. Laura, ich kann dir helfen, okay? Ich weiß, was du durchgemacht hast von deiner schrecklichen Kindheit. Warum du so bist, wie du bist und was der Grund für all deine Taten war. Bitte, Laura, lass mich dir helfen. Es geht nicht. Paul, es geht nicht. Ich kann ihn nicht so weiterleben lassen. Du verstehst das nicht. Ich kann ihn nicht am Leben lassen. Ich liebe ihn zu sehr. Ich liebe ihn zu sehr. Ich kann nicht. Er ist genau wie sein Vater. Leg das Messer weg, Laura. Tut mir leid, Paul. Nein. Ich liebe dich, David. Ich bin's. Paul. Hey. Ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Ich werde dich beschützen. Und auch dafür sorgen, dass es dir besser geht. Ich will, dass du weißt, dass niemand jemals davon erfahren darf. Von dir und was du bist. Keine Sorge. Ich habe alles geregelt. Ich will, dass du weißt, dass du nie alleine sein wirst. Du wirst niemals wieder allein sein. Hey, ich hab noch eine Überraschung für dich, David. Jemand ist hier, um dich zu besuchen. Sieh doch, das ist dein Vater.